werde diese Kerle töten. Wirklich? Wie kommst du darauf, dass du jemanden töten kannst? Ich habe darüber gelesen. In einem Krimi. Der Kinocast. Ja, hallo und willkommen hier zur neuen Sendung vom Kinocast, mittlerweile bei Nummer 552. Wir haben bald die 555, die berühmte Telefonnummer. Da mal gucken, ob wir dann ein paar Anrufe kriegen hier vielleicht in der Sendung oder ein paar Nachrichten per Audio. Aber liebe Hörer, heute gibt's was Besonderes, denn ein ganz dickes gute Besserung an den Chris, der ist nämlich heute nicht da und die Kate muss sich da auch ein bisschen um ihn kümmern jetzt. Und ich habe aber nicht nur eine Vertretung, sondern eine Koryphäe des Podcastens hier zu uns in die Sendung eingeladen, den Martin. Hallo Martin. Hallo Erik. Ja, jetzt habe ich dir eine Rampe gebaut. Ja? Ja, ich weiß gar nicht, ob das so gerechtfertigt ist. Ja, aufmerksame Hörer dürften dich kennen. Ich habe nämlich auch mal nachgeschaut, wann du zum letzten Mal in der Sendung warst. Das muss 2016 gewesen sein? Ich bin bei 2017 rausgekommen. Kann auch sein. Ja. Bei Guardians of the Galaxy 2. Ah ja, okay, das ist richtig. Ja. Ich dachte jetzt Leon oder Lion war der letzte. Lion, der Weg zum... Der lange Weg nach Hause, so rum war es. Genau. Auch ein Oscar-Film. Wo ich in der Premiere da war. Ja, auch nicht schlecht. Nee, stimmt. Guardians of the Galaxy 2, da war ich mit der Luise. Ja. Was ja die geneigten Hörer jetzt vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen haben. Du hast ja zwischenzeitlich das Ländle verlassen und bist wieder zurückgekommen. Genau. Ich war 3 Jahre in Berlin und bin jetzt wieder hier. Ja, arbeitsbedingt. Ist ja gar nicht so Berlinerisches so angenommen hier, so mit Icke und irgendwas. Nee, aber ich hab das Schwäbische auch nicht so angenommen. Das stimmt. Ich ja auch nicht, weil ich will es gar nicht erst versuchen, weil wenn man es nur so halb kann, ist ganz furchtbar. Und deswegen... Das wird auch nicht gutiert, wenn man es so halb versucht. Da ist man eher noch schlimmer gestraft, als wenn sie merken, okay, das ist jetzt... Aber gut, für die ich noch nicht kenne, ich habe hier ein paar Fragen, die wir von jetzt ab allen Gästen stellen werden. Okay. Frage Nummer 1, ganz spontan. Was war der erste Film im Kino, an den du dich noch erinnern kannst, den du gesehen hast? Das singende, klingende Bäumchen. Märchenfilm. Schönes, ja. Ding. Vermutlich, ja. Was ist denn dein aktuelles Stammkino, wenn du mal ins Kino gehst? Wo gehst du am liebsten hin? Also da ich ja immer noch nach Berlin pendele, würde ich sagen, das am Potsdamer Platz, wo die Filme im Original laufen. Ich Natürlich, glaub, das mit dem roten Teppich, da was unter was anderem gibt er sich nicht zufrieden hier. Und sonst würde ich sagen, jetzt, da ich wieder hier näher dran bin und vielleicht auch die Chance habe, wieder hinzugehen, das Subiaco in Freudenstadt, wo ich auch mal vorgeführt habe. Ah, okay. Cool. Also ein kleines Programmkino, ehrenamtlich geführt. Ja, welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen? Oder ist es der, über den du nachher noch reden willst? Nee, den habe ich nicht im Kino gesehen. Den letzten Film im Kino, das ist echt schon eine Weile her, wird wahrscheinlich Doctor Strange gewesen sein. Das ist ja schon wirklich eine Weile her. Ja. Viel zu tun, ne? Ja, oder auch nicht mehr so Kinofilm, sondern eher Heimvideofilm. Aber da auch gerade nicht so viel. Aber ich will jetzt nicht den Hörern schon den Spaß verderben. Wen hat er denn da eingeladen? Der guckt überhaupt keine Filme. Das ist ja die Notbesetzung. Ja. So, jetzt noch was. Welchen Film kannst du empfehlen, den du aber eher als Geheimtipp bezeichnen würdest? Also wo du denkst, den kennt bestimmt nicht jeder. Den empfehle ich jetzt mal. Man from Earth. Man from Earth, worum geht's da? Das sollte man nicht erzählen. Also man sollte so wenig über diesen Film wie möglich wissen. Man sollte auch nicht hinten drauf durchlesen auf der DVD, worum es geht, weil da wird echt mega viel gespoilert. Also nichts über diesen Film lesen, einfach gucken. Ist das der von 2007, den ich hier so auf die Schnelle gefunden habe, so ungefähr? Erscheint mir David fast. Lee Smith und Tony Todd und John Billingsley, okay. Dann lese ich mir auch mal nicht die Story durch, aber werde ich mir natürlich merken, weil der sagte mir auch nichts. Also Geheimtipp hast du jetzt im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt. So, das waren auch schon die schlimmen Fragen. dann kommen wir mal zu den regulären Programmpunkten, nämlich die Sneak Preview der vergangenen Woche. Da hatten wir den Film Hard Powder, was der deutsche Titel ist, von Cold Pursuit.
Also, ist das der Liam Neeson-Film? Das ist der Liam Neeson-Film, der neue, ja. Ah. Ja, ruckzuck ist die Fresse dick, Teil 15 mittlerweile mit Liam Neeson. Und in dem Film geht es darum, dass Liam Neeson ist ein Schneepflugfahrer in der Nähe von, ich glaube, Chicago, irgendwo in den Bergen. Da ist so ein kleines Wintersportgebiet. Und in diesem Wintersportgebiet, ja, lebt er mit seiner Frau, gespielt von Laura Dern, und seinem Sohn. Und sein Sohn jobbt bei dem örtlichen Flughafen, würde ich es nicht nennen. Das ist eher so ein kleiner Flugplatz. Und wir erfahren dann so peu à peu, das muss ich jetzt allerdings erwähnen, weil das doch ein bisschen für die Story ja wichtig ist. Vielleicht interessiert ja der Film jemanden. Über den Flughafen werden halt Drogen eingeschleust. Und die Drogenmafia hat Kontaktpersonen bei dem Personal, die diese Flugzeuge entladen, die da diese Koffer da so rausholen. Und damit die Koffer, die Drogen enthalten, gleich abgezweigt werden und gar nicht erst durch die Kontrollen laufen. So, der eine von diesen Typen ist quasi der Freund von dem Sohn von Liam Neeson, der das mit der Drogenmafia zusammenarbeitet. Das weiß der aber nicht, der Sohn von Liam Neeson. Und der Typ, der zweigt auch immer mal so ein Päckchen ab für sich selbst oder für einen eigenen Verkauf oder sowas, ne? Irgendwann kriegt das natürlich die Drogenmafia raus, und weil sie nicht genau jetzt wissen, wer war da jetzt eigentlich unser Kontaktmann, bringen sie einfach mal oder beide um. So, und da ist natürlich Liam Neeson sauer, ne? Das ist natürlich jetzt was Persönliches und so. Seine Ehe gerät dadurch auch ziemlich in die Brüche, weil das Kind ist tot und so, und er hat sich mit seiner Frau eh nicht mehr so wahnsinnig viel zu erzählen gehabt. Er ist auch nicht gerade so der mitteilungsbedürftigste Typ, also wie man ihn auch so in Filmen kennt. Und er hat nichts zu verlieren. Ja, genau, jetzt hat er nichts mehr zu verlieren. Er ist ja auch schon etwas älter geworden. Und ja, es sind dann nun also die Drogenmafia, die bringt den Sohn jetzt nicht um, indem sie ihm den Kopf abschneidet oder sonst irgendwas, dass es jetzt offensichtlich Mord ist, sondern sie bringen ihn mit einer Überdosis um und hinterlassen seine Leiche mitten in Chicago, das so aussieht, als wäre er irgendwie nach einer Partynacht irgendwie abgestürzt. Und Liam Neeson findet aber dann durch Zufall raus, dass dem eben nicht so ist, dass da wohl doch mehr dahinter steckt, und fängt dann an, auf eigene Faust zu ermitteln, und Leichen säumen seinen Weg, um mal so zu sagen. Und wir erfahren dann auch so Stück für Stück, dass er dann wohl auch nicht die allzu hellste Vergangenheit hat, also eher eine dunkle Vergangenheit. Auch sein Bruder, der dann mit involviert wird, ist auch sehr zwielichtig und so. Und wir erfahren das dann. Und wir erfahren auch, dass in diesem kleinen Örtchen ein erbitterter Drogenkrieg, da ist quasi so eine Grenze gezogen worden per Gentleman's Agreement zwischen zwei befeindeten Drogenclans, nämlich einmal so eine indianischer Drogenclan und eben diesen aus Chicago, diesen Typen, ja. Und die haben da so die Grenze, so nach dem Motto, ja, ihr könnt das haben, wir wollen da nicht hin, und dann machen sie aber doch Geschäfte dort. Ja, und das Ganze, ach ja, Keho heißt übrigens das Nest, ja. Ja, das spitzt sich dann alles zu, und Liam Neeson, dadurch, dass er so zwischen den Fronten ist und mal hier einen umbringt, mal da einen umbringt, zettelt dann, ohne es zu wissen zunächst, so eine Art Bandenkrieg an, und er steht dann halt so mittendrin. Und irgendwann werden halt beide Seiten so mal ein bisschen hellhörig, so, warum verschwinden jetzt immer Leute von uns und so, müssen wir doch mal nachgucken. Ja, was ich jetzt auch so ein bisschen, ja, süffisant und lustig rübergebracht habe, ist eigentlich gar nicht mal schlecht, der Film. Der basiert auf einem, ja, skandinavischen Film, also der Regisseur dieses Films, der heißt Hans-Peter Molland, und dieser Hans-Peter Molland hat selber schon den Film in Skandinavien gedreht gehabt vor ein paar Jahren. Der hieß im Englischen In Order of Disappearance, also in der Anordnung des Verschwindens oder so, weil normalerweise werden ja die Darsteller so genannt, so In Order of Appearance, also in der Reihenfolge des Erscheinens. Und hier, also halt, ist ein Remake dann quasi. Genau, er hat sich selbst geremaked. Auf Deutsch heißt er Einer nach dem Anderen. Ah. Und da habe ich auch schon mal einen Trailer angeschaut, der sieht ziemlich cool aus auch. Und das ist halt so ein typischer skandinavischer Thriller, der so ein bisschen, ja, schwarzen Humor drin hat, der, ja,
so düstere Charaktere, die immer noch mal einen doppelten, noch mal einen Boden in sich haben und noch einen Boden und wenn, dann erfährst du nach und nach so Sachen und dann eben wirklich so völlig kompromisslose Themen dann so, wenn es um Gewalt geht und so, da kennen die auch meistens nichts. Also ist mit Stellan Skarsgård und Bruno Ganz, sehe ich gerade. Das Original, ja. Einer ja. nach dem anderen, genau. Also klingt tatsächlich gar nicht schlecht. Ja, das Remake ist auch, ich fand's echt gut, weil das hatte so ein bisschen was, wir haben danach, der Chris und ich, wir haben danach ein bisschen geredet, dass uns der Film so ein bisschen an Sieben Psychos erinnert hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, den Film. Ja, oh, den kenn ich. Ja. Der ist auch so ein bisschen abgefahren, doppelbötig und ja, gibt's auch einen hohen Bodycount. Und hier auch diese Drogenbosse und diese Indianer und sowas, die waren alle auch so gut gespielt, diese Nebencharaktere und auch schön gefilmt und so. Ich fand den wirklich gut, er hat mich begeistert. Also ist mal so ein bisschen was, nicht so dieser typische Liam Neeson ist im Flugzeug und killt einen nach dem anderen oder Liam Neeson ist im Zug und killt einen nach dem anderen und ist halt Liam Neeson ist in einem Bergdorf und killt einen in so einem Skigebiet. Dadurch, da sind halt auch noch so die lokalen Polizisten vor Ort, da ist einer, der ist bald fertig mit seinem Dienst, der geht bald in Rente und muss nur eine junge Kollegin anlernen und die ist nun völlig heiß drauf, da nun zu ermitteln, was mit den Morden auf sich hat und dringt da immer tiefer vor in diese ganze Drogenkriminalitätssache und er versucht sie immer ein bisschen einzubremsen und hat gesagt, lass die doch halt machen, wir können da eh nichts machen und so. Ja, ich fand ihn, wie gesagt, also gar nicht mal so schlecht. Also für eine Sneak war der auch echt gut. Hat viel Spaß gemacht, hat den Leuten gut gefallen. Ich gucke gerade mal hier in unserer Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe. Eine gute, schlechteste Wertung hat jemand 3 Punkte, also 2 Leute haben 3 Punkte, 5 Punkte hat einer. Aber sonst, der Rest ist eigentlich dann so zwischen 7 bis 10 sogar. Also es haben sogar 2 Leute 10 gegeben. Aber wenn du jetzt sagst, das ist jetzt eigentlich für einen Liam Neeson-Film gar nicht schlecht, wann ist es eigentlich gekippt, dass Liam Neeson eigentlich nur noch diese Art von Filme macht, dass man ihn schon so ein bisschen auf dem Schirm hat, okay, Liam Neeson-Film, er rächt sich an irgendjemanden. Weil ich weiß noch früher, so mit Schindlers Liste, Rob Roy und Star Wars war er schon, also eine sehr große Bandbreite, die er irgendwie drauf hatte. Und so in meiner Wahrnehmung hat er die jetzt nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, wann war das so, der erste Taken, glaube ich, oder so, hm? Ja, wo die Tochter da. Beziehungsweise, scroll gerade hier so durch. Ja, Taken, The Dark Knight Rises hat er auch mitgespielt. The Grey unter Wölfen. Da war ja auch Unknown Identity, okay. Jetzt gucke ich gerade, wo war der? Na, A-Team, glaube ich. Vielleicht war es A-Team. Nee, Entschuldigung. Dass er gemerkt? 96 Hours war vorher. Also der erste Taken-Film war vorher. Dass er gemerkt hat, er ist irgendwie auch als Action, als wütender Actionstar. Ja, also Taken. Und ich finde eigentlich keinen schlechten Schauspieler. Ja, es ist halt immer die Frage, in welche Richtung man geht, ob man jetzt jahrelang immer der Charakterdarsteller sein will oder ob man auch mal in so Actionrollen mal ein bisschen was anderes zeigen möchte. Ja, also kann ja jeder Schauspieler da für sich entscheiden. Ich finde nichts schlimmer, als wenn so ein Schauspieler oder eine Schauspielerin immer denselben Typecast hat, wo du genau weißt, also Melissa McCarthy, bestes Beispiel, außer jetzt bei wenigen Ausreißern, jetzt ist ja auch Oscar nominiert für den einen Film, den ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube aber nicht, dass sie da die rülpsende, pupsende, dicke Frau spielt, die wie ein Trampel durch alle Szenen sich bewegt, sondern ich glaube eher, da hat sie dann doch mal eine andere Rolle, aber das sind dann halt so Versuche, aber ja, dass dann auch ein großes Budget dahinter steht und mal jemand mal was anderes machen darf, das finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Also ganz gut bewertet bei euch in der Gruppe dann? Ja, also ich gebe dem Film, ich glaube 7 Punkte habe ich, ja. Also so Liam Neeson ist das schon, ja, 7 Punkte. Ah, ich guck mal, der Chris hat 8 gegeben, sehe ich hier. Die Kate sehe ich hier gerade nicht. Hier sieht man ja bei Facebook hier die Bildchen, wer das wie bewertet hat. Kate kann ich jetzt gerade nicht genau sagen, was sie... Und hattest du den ursprünglichen Film auch gesehen gehabt? Das habe ich jetzt gar nicht rausgehört. Okay. Vielleicht, willst du den noch angucken? Ja, denke ich schon. Also vielleicht hatte ich den sogar gesehen. Ich bin mir bloß nicht mehr sicher, weil das doch schon eine Weile her ist. Ich kann mich irgendwie so an die Darsteller erinnern da. Naja, die Sneak-Tipps muss ich ja heute auch selber machen, genau. Morgen ist ja wieder Sneak-Preview und der Hinweis lautet diesmal, sind wir da der gleichen Meinung? So, und es sind schon ein paar Tipps eingegangen. Da ist zum Beispiel
der Martin aus Halle, der hatte getippt gehabt, Mein Bester und Ich. Das ist quasi dieses Remake von Ziemlich Beste Freunde. Dieses unnötige Remake. Mit Bryan Cranston jetzt und Kevin Hart. Ja, ja, genau. Ja. Lief schon in ein paar anderen Sneaks, habe ich gesehen, aber mit eher so zweifelhaften Bewertungen. ich habe getippt Wise, der zweite Mann, weil da fällt nämlich der Satz. Und ja, das weiß ich, weil ich den schon in der Preview gesehen habe. Das könnte sein, aber ich würde mir den sogar nochmal angucken. Dann, Wie gut ist deine Beziehung? Das ist auch so ein Film. Da könnte auch passen, hier sind wir da der gleichen Meinung. Und der Thomas hat noch getippt, Captive State. Da weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Muss ich mal kurz draufklicken. Mit John Goodman und Vera Farmiga. Startet am 28. März. Irgendwie was mit außerirdischen Invasoren. Okay. Naja. Wie ist die Beschreibung? Warte mal, ich habe es gerade weg. Die Frage meinst du, oder? Tipp. Sind wir da der gleichen Meinung? Also hier dieses Captive State. 10 Jahre sind vergangen, seit außerirdische Invasoren die Erde besetzten. Grund zur Sorge ist das oberflächlich betrachtet allerdings nicht. Immerhin existieren keine Verbrechen mehr. Armut gehört der Vergangenheit an. Bla 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 bla. Einige Aufständige wollen das nicht länger gefallen lassen und formen einen Widerstand, um ihre Freiheit zurückzugewinnen. Es beginnt eine gnadenlose Hetzjagd auf den vermeintlichen Verräter, die nicht nur zum Ziel der extraterrestrischen Invasoren werden, sondern auch deren Verhandlungspartnern auf menschlicher Seite ein Dorn im Auge sind. Puh. Naja. Schauen wir mal. Morgen werde ich es wissen. Du kannst ja auch mal mitkommen, die Sneak, wenn du wieder hier bist. Ist mir tatsächlich ein bisschen spät im Montags, weil ich da auch noch im Sport bin. Ach so. Was machst du für Sport? Badminton. Ah ja. Ja, das ist ziemlich anstrengend, wenn man es gut macht, ne? Das, ja. Das, ja, der letzte Zusatz war wichtig. Ja, da kann man nämlich danach nicht einfach mal so, ach, geht danach mal ins Kino, dann bist du danach ganz schön Knülle, oder? Nee, je nachdem, wie dich dann dein Gegner übers Feld scheucht, wenn es dann schon sehr viel. Ich kenne das nur vom Squash, also ich habe Squash immer. Also wenn man das habe ich noch nie gespielt, das sieht aber immer sehr, das sieht auf jeden Fall immer sehr dynamisch aus, auch wenn du nicht viel definitiv, glaube ich. Deswegen ja, das weil du haust, aber ich habe es noch nie gespielt, aber es wird mich mal reizen. Damals mit einem Arbeitskollegen immer noch gespielt gehabt und wir haben da beide zur gleichen Zeit angefangen damit und dann ist wirklich so, wir so, ja, schaffen wir. Und danach irgendwie nach 5 Minuten völlig am Ende gewesen, ne? Also diesen Court dafür eine Stunde gebucht gehabt, ne? Und dann irgendwie uns völlig verausgabt, irgendwie nach 5 Minuten sowas von am Ende gewesen. Ja, aber dann sind wir peu à peu dann besser geworden und so, also das, da merkst du auch schnell so eine Lernkurve und ja, also wenn du mal Bock hast, dann spiel mal Squash. Ich habe es ewig nicht gespielt, seit dazu gesagt. Also nicht, dass du jetzt denkst, yo, totaler Pro-Gamer hier. Ich bin vorsichtig. Nee, aber ja, also würde mich auf jeden Fall mal interessieren, das zu probieren. Gut, ich habe auch Schläger. Ich kann dir Schläger ausleihen. Ah gut. Brauchst du nicht. Ich hab nur Bitte. Ja, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Der, den du hast, kannst du ja mal vorstellen, da wechseln wir uns mal ein bisschen ab. Den ja, also, weiß ich jetzt gar nichts damit anzufangen, was das ist. Also gesehene Filme trifft es nicht so ganz, also es ist gesehener Film. Ich habe mir Gundermann angeguckt. Das ist ein Film über Gerhard Gundermann und da kommt jetzt auch so ein bisschen die Verbindung zu meinem Podcast rein. Ich mache einen Podcast über das Leben in der DDR und Gerhard Gundermann ist ein Sänger aus der DDR, der 1955 in Weimar geboren wurde und 1998 leider schon gestorben ist. Ich kannte den nicht. Ich weiß nicht, kanntest du? Den hast du schon mal gehört? Anscheinend sagt dir der Name jetzt aber auch nichts, ne? Ja, irgendwie mal gehört, ja. Aber was der jetzt, hat er in irgendeiner Band gespielt oder war der allein? Der hatte eine Band, die nannte sich Seilschaft, war aber eigentlich selbst Sänger. Und das Interessante an ihm ist, er ist halt eine sehr widersprüchliche Persönlichkeit. Also er ist aus der Armee rausgeflogen, weil er sich geweigert hat, über seinen Vorgesetzten ein Loblied zu singen, ist dann Baggerfahrer gewesen und war eigentlich bis zum Schluss auch Baggerfahrer im Lausitzer Braunkohlebergbau und hat dann quasi abends und wenn er halt frei hatte, hat er halt Lieder gesungen. Und das waren so, also er war Liedermacher, Rockstar so ein bisschen. Viele haben ihn irgendwie so den ostdeutschen Bruce Springsteen genannt. Das trifft es aber nicht so richtig. Und über ihn ist jetzt eben eine Filmbiografie erschienen. Also es ist ein Spielfilm. Er wird gespielt in dem Film von Alexander Scheer, den man vielleicht kennt aus Sonnenallee. Da war der Micha. Und
Ich habe mir danach Aufnahmen angeguckt von dem echten Gerhard Gundermann. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie nah er ihm kommt. In den Gesten, in der Mimik. Maske hat sicher auch ihren Teil dazu beigetragen. Aber also du bist von Anfang an gefesselt von dieser Figur. Regie hat Andreas Dresen geführt. Props nach Gera. Genau. Und der wirklich ganz lange für dieses Projekt gekämpft hat, das machen zu dürfen, weil ja ihm keiner so richtig Geld geben wollte, vielleicht auch deswegen, weil Gerhard Gundermann auch eine Stasi-Vergangenheit hatte und er deswegen vielleicht nicht so der Hero ist, den man vielleicht in so einem Film dann auch darstellen kann. Aber gerade so diese Zerrissenheit, er hat dann quasi aus Idealismus raus für die Stasi gearbeitet, bis er dann selber irgendwie auch für die untragbar wurde und weil er sich eben dann auch ja nicht so angepasst hat ans System und auch Kritik geübt hat an den Sicherheitsbestimmungen im Braunkohlebergbau. Also es ist wirklich ein ganz, ganz spannender Film, der beleuchtet so ein bisschen das Leben, spielt auf zwei Zeitebenen, eine nach der Wende, wo quasi bekannt wird, dass er für die Stasi gearbeitet hat und er so nach und nach an die Öffentlichkeit geht, er besucht dann so Leute, die er bespitzelt hat und konfrontiert die damit, beziehungsweise offenbart sich denen und das ist so die eine Zeitebene und die andere beginnt quasi nach seinem Rauswurf aus der NVA, wie er zurückkommt nach Hoyerswerda, dort dann im Braunkohlebergbau anfängt, sich verliebt in eine Frau, die auch schon verheiratet ist mit einem Bandkollegen. Dieses Näherkommen ist dann noch so eine Ebene. Sein Pendeln zwischen Bergmann und Rockstar, sein Anwerben durch die Stasi. Also es wird alles so ein bisschen geschildert und beschrieben und wirklich ein ganz, ganz toller Film. Lebt sehr, sehr von den Hauptdarstellern und von Axel Prahl macht mit. Gibt noch eine kleine Rolle für Piane Mädel, sehe ich. Piane Mädel, genau. Also ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ich habe den letztes Jahr so ein bisschen verpasst. Das lag dann auch so ein bisschen in der Umzugszeit, wo ich zurück bin aus Berlin. Habe dann schon gehört, dass der gut sein soll und er ist wirklich gut. Also, kann man den jetzt gucken? Gibt es den irgendwo in einem Streaming-Service, oder? Ich hatte den ausgeliehen auf iTunes. Ich schaue gerade hier. Der ist, also gratis verfügbar ist er nicht, aber der ist bei Sony, bei Videoload, bei Rakuten TV, bei Maxdome und bei Amazon kann man momentan ausleihen. Bei iTunes ist er gerade nicht mehr verfügbar. Das steht da, ja. Aber das stimmt nicht. Also warst du jetzt bei wer streamt? Fake News, ja genau. Ja, das steht da. Da kann man sich da nicht mehr drauf verlassen, um Gottes Willen. Nee, habe ich auch gedacht, oh Gott. Ja. Oh Gott, ein Glitch in der Matrix. Andreas Dresen und Alexander Scheer treten wohl auch auf regelmäßig als und mit Liedern von Gerhard Gundermann und Axel Prahl hat auch mal gesungen, da gab es mal so einen Benefizabend, nachdem der gestorben war. Andreas Scheer singt eben auch live Lieder von Gerhard Gundermann in dem Film, halt immer so ein bisschen passend, wie es halt so bei Musikerbiografien dann ist, sieht man auch ein bisschen, wo so die Lieder entstanden sind und er macht das wirklich gut. Also es ist wirklich eine ganz großartige schauspielerische Leistung von Alexander Scheer. Das sind aber jetzt keine so, sag mal, systemkritischen Lieder oder sind eher so Larifari-Sachen, oder? Nee, gar nicht. Also es sind sehr melancholische, sehr poetische Lieder, die man jetzt jemanden, also wenn man jetzt bösen Willens ist, sagen würde, die man jetzt einem Baggerfahrer nicht zutrauen würde. Aber das ist halt wirklich so diese Person, der hätte wahrscheinlich mehr nicht hier so sein Biermann können als Baggerfahrer. So, ne? Nicht hier so Biermann oder Mann, solche Geschichten. Nee, also ich finde die Lieder, die er macht, also Biermann ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil Biermann hat halt sehr viel Aussage, aber wenig schöne Lieder, finde ich. Und hier, das hört man sich gerne an. Und fühlt sich dann auch nicht unterfordert. Okay. Mal gucken, vielleicht gibt es ich kann ja mal schauen hier, ob es von dem, was bei Spotify gibt, wenn ich jetzt sage, Gundermann oder so, Spotify bestimmt nicht, oder? Doch, also müsst zwei, drei Alben, also bei iTunes, bei Apple Music gibt es so zwei, drei Alben, die du streamen kannst. Mann. Lebt der Mann eigentlich noch? Nee, der ist eben schon. Ach so, hast du ja gesagt, 89 gestorben, ja, stimmt. Der ist mit einem Schlaganfall gestorben. Gundermann, die Musik zum Film. Mhm. Das singt Alexander Scheer auf der Platte. Gundermann und die Seilschaft und hier. Genau, das ist dann eher er selber. Ja, werde ich mal reinhören. Er hat wohl noch 3 Stunden pro Nacht geschlafen, weil er eben zwischen Bergbau und Lieder machen und auf Tour sein. Und das hat halt wahrscheinlich irgendwann sein Tribut gefordert und er ist dann im Garten umgekippt mit Schlaganfall. Ajeje. Naja, das. Das ist ja dann auch nicht so fein. Dann ganzes Leben gearbeitet und dann einfach so. Aber es ist eine sehr schillernde Persönlichkeit. Also ich habe da wirklich 2 Stunden vor dem Film gesessen und dachte, wow, also das ist, der fesselt von der ersten Minute ab, weil er wirklich die Figur ist. Ja, kannst du empfehlen? Was gibst du so punktemäßig?
sagen wir mal so, für das Thema DDR und Zeitgeschichte und deutsch-deutsche Geschichte würde ich sagen 9 von 10. Als Musikerbiografiefilm. Als ja, ja als Film, wenn man jetzt das Thema nicht so hat, ist wahrscheinlich immer noch eine gute 7,5. Okay, trage ich mal bei dir ein. Okay, dann machen wir weiter. Ich habe nämlich einen Film im Oscar-Check gesehen, muss ich halt mal selber machen, den Jingle, weil sonst macht der Christus. Ich habe nämlich Vice geschaut gehabt in der Preview und schon mal was davon gehört? Also Vice, der zweite Mann. Ja, ist hier mit Dick Cheney und genau. Also über Dick Cheney und ganz vielen bekannten Schauspielern in Politikerrollen. Definitiv. Also, du hast schon gut zusammengefasst, ist von Adam McKay, der ja letztes Jahr auch im Oscar-Rennen teilgenommen hatte mit The Big Short, glaube ich, und der auch an einige Hollywood-Erfahrung hat in diversen Bereichen. Die Hauptrolle spielt Christian Bale, der sich hier nicht wie bei dem Maschinist viel abgehungert hat, sondern ja, einiges zugelegt hat, aber auch sehr dynamisch über den Film hinweg, denn am Anfang ist er noch ja, rank und schlank und dann kommt er so langsam in dieses Politik-Business rein und man sieht schon, wie er deutlich zulegt und hast schon richtig gesagt, also das ist quasi eine, ja, eine Biografie, würde ich es jetzt nicht genau, nicht ganz so nennen, sondern es ist eher so eine, ja, eine Hollywood-mäßige Nacherzählung der wichtigsten Stationen von Dick Cheney. Also Dick Cheney ist ja nun der Mann, der eigentlich die größte Macht hatte und das meiste bewegt hat im Rahmen der US-Politik, aber den eigentlich kaum jemand kennt, weil er eher immer hinter den Kulissen agiert hatte. Und das nimmt sich hier dieser Film vor, das mal zu beleuchten. Also es fängt damit an, dass er sich damals irgendwie vor seinem Militärdienst im Vietnamkrieg gedrückt hat, um dann auch hinter den Kulissen erstmal für Donald Rumsfeld, wo der auch noch ganz jung war, der übrigens gespielt wird von Steve Carell, zu arbeiten. Dann später dann, wo man ihn dann eigentlich ja so mal als ja, Politik wenig interessierter vielleicht wahrgenommen hat, war dann als Vizepräsident von unter George Bush. Also dem jüngeren George Bush, ne? Mhm. Der hier gespielt wird von Sam Rockwell. Und zwar, das habe ich gerade gelesen. Absolut großartig. Also das ist sowas von der Wahnsinn. Der ganze Film wird erzählt von Jesse Plemons, der, den kennt man, er hat ja zum Beispiel in der ersten Staffel von Fargo mitgespielt. Also wenn du das Gesicht siehst, den hast du schon in so vielen Filmen gesehen. Diese, mit diesen rötlichen Haaren, mit den mit so einem Scheitel da, offen. Ja. Der erzählt quasi das Ganze so ein bisschen als Erzähler. Ich muss jetzt ein bisschen überlegen, wie weit ich gehe mit meiner Erzählung, weil ich glaube, das, was ich bis jetzt erzählt habe, klingt noch so ein bisschen langweilig. Oh, so eine Politikergeschichte. Wenn du sagst Erzähler, ist das dann immer unterbrochen? Also ist das dann so in Episoden aufgeteilt oder ist das eine durchgehende Handlung? Weil du auch gesagt hast, das sind so verschiedene Stationen dann von dir. Ja, das sind quasi so einzelne Stationen seines Lebens, die eben zeigen, was er für ein Charakter ist und wie er dazu geworden ist, zu dem, was er dann eben so alles gemacht hatte später. Also es beginnt mit der Szene, dass der Terroranschlag auf die zwei Türme am 11. September ist und der George Bush wird eben weggeschafft in dieses High Security, in diesen Bunker, in diese Bunkeranlage. Und Dick Cheney ist nun in diesem Kommandoraum und muss nun diverse Entscheidungen treffen. Und trifft halt diverse Entscheidungen und da wird dann teilweise so gesagt, ja, können Sie das überhaupt jetzt entscheiden oder so? Müssen ja nicht erstmal mit dem Präsidenten sprechen. Und, nee, ich mach das schon. Ne? Und also der hat ja immer so die absolute Ruhe weg gehabt. Hat da irgendwie ja, Krieg angeordnet und sonst was. Und das war ja alles gedeckt von George Bush. Und dann wird halt so ein bisschen beleuchtet und eben diese Erzählerrolle, der erzählt hat gewisse Stationen. Der Erzähler ist dann irgendwann mal nicht mehr da. Das hat auch seinen Grund und ja, es ist schwer zusammenzufassen. Was mich an dem Film absolut fasziniert hat, war die wirklich überragende schauspielerische Leistung von Christian Bale, Sam Rockwell, Amy Adams spielt noch die Frau von Dick Cheney, Steve Carell. Hey, das ist so wunderbar anzusehen, weil die sich ja hier wirklich mal wirklich verstellen mussten. Die mussten eine andere Person werden und Christian Bale als Dick Cheney, also wie der das rüberbringt, ist unglaublich.
dann, mir hat ja bei zum Beispiel bei The Big Short hat mir so die Regie nicht ganz so gefallen. Also es war immer irgendwas, wirkt immer so wie gewollt und nicht gekonnt. Das ist hier völlig anders gewesen. Der Regisseur traut sich, Sachen auszuprobieren, mit denen man nicht rechnet. Deswegen will ich mir auch nicht zu viel verraten. Da passieren Sachen, wo man denkt, what? Was ist denn jetzt los? Und dann macht er wieder einen anderen Regiekniff und das Ganze, ich habe gehört, es gab diverse Diskussionen, wie der Film überhaupt entstehen soll. Soll er eher einen witzigen Ton haben? Soll er eher einen ernsten Ton haben? Und man hat sich dann entschieden, doch in eine leicht amüsantere Richtung zu gehen, was dem Film äußerst gut tut. Und man hat deswegen auch diverse ernstere Szenen so ein bisschen geopfert und deswegen, man hat sich dann entschieden, hier wirklich so ein bisschen augenzwinkern das zu machen und man hat dem Regisseur auch so freie Hand gegeben, so einfach mal irgendwelche coolen Sachen mal auszuprobieren. Also das sind wirklich so tolle Sachen. Ich kann es nicht, ich will es nicht verraten, sonst nehme ich jemandem Spaß, der den das erste Mal sieht. Wahnsinn. Also der Film hat, nachdem ich den gesehen habe, hat er sofort, ist er bei mir auf Platz 1 geschossen von meinen Oscar-Kandidaten. Okay. Also meinen persönlichen Oscar-Kandidaten. Hat damit Bohemian Rhapsody von der 1 verdrängt, der auch eine großartige schauspielerische Leistung, aber halt nur von Rami Malek hat. Ne? Während hier hat wirklich dieses Vierer, dieses Quintett, Christian Bale, Amy Adams, oh, Amy Adams, herrlich, wie die hier, die Lynn Cheney spielt, Steve Carell und Sam Rockwell, oh, das ist wahnsinnig toll, diese vier Personen und auch so nahe dran an dem tatsächlichen, also der Sam Rockwell zum Beispiel, wieder den Busch, da haben sie irgendwie so ein Nasending, so ein Nasenimplantat, dann hat er irgendwie extra versucht, dann irgendwie mit so einem, mit den Zähnen irgendwie, ach, und diesen ganzen Habitus, ey. Irgendwann hast du echt vergessen, dass es nicht der echte George Bush ist. Das ist so krass. Also von mir ist der Film irgendwie 9,5 von 10. Also das ist krass. Okay, ja, gut. Genau. Ah, jetzt ist mir gerade wieder was eingefallen, was ich zu dem Hard Powder noch sagen wollte. Da gibt es eine Szene am Anfang, weil ich hatte ja erwähnt gehabt, dass der Hard Powder auch so ein bisschen schwarzen Humor hat und so. Da ist eine Szene am Anfang, die ist witzig gemacht. Und die fand ich überhaupt nicht witzig. Ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, weiß da, was ich meine. Das hatte ich noch kritisiert. Ist sie unfreiwillig witzig oder ist sie... Nee, die ist ganz bewusst witzig angelegt, obwohl das eine Szene ist, wo ich dachte, um Gottes Willen, was ist jetzt hier gerade und so. Also ich kann es ja jetzt sagen, also wo sein Sohn stirbt, habe ich ja schon erwähnt, ja. Da gibt es dann so eine Szene in dem Leichenschauhaus, die haben sie einfach so witzig gemacht, weißt du, die Eltern kommen dahin und zu ihrem toten Sohn und dann ist so eine witzige Szene, das hat sowas von nicht gepasst. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, der Film wird furchtbar. Und dann ist er doch noch gut geworden. Vielleicht hat es im Original besser funktioniert. Nee, das hat nichts mit Synchronisation zu tun. Das ist einfach, was da passiert mit der Leiche, was die da... Nee, ich meine in dem Originalfilm. Ach so, ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Hm. Okay. Weiß, von mir 9,5 von 10. Jetzt, bevor ich den nächsten Film mache, weil wir haben mal sowas Internes ausgearbeitet, dass wir diese zusätzlichen Filme, die wir noch so geguckt haben, machen wir jetzt mal so eine 1-Minuten-Challenge. Das heißt, ich muss in einer Minute den Film erklärt haben und abgehandelt haben. Deswegen, okay, vielleicht kannst du auch mal einen kurzen Timer oder was, ich mache hier auch einen Timer. 1 Minute. Ja. Jetzt habe ich extra alle Handys weggetan, damit sich ich hab hier, pass auf. Okay, okay. Also, ich starte mir selbst einen Timer hier. Also, Achtung. Es handelt sich um den Film Robocroc. So, Achtung, jetzt geht's los. In dem Film Robocroc geht es darum, dass eine Weltraum, sowas wie die NASA, die schießen was in die, wollen was in die Erdatmosphäre, oh Gott, schießen und das klappt nicht ganz, es fällt wieder runter, landet in einem Zoo, ich nehme mal an von Miami oder irgendwo in Florida, bei Cape Canaveral und so, und diese Kapsel wird angeschlagen, diese Mikro-Nano-Bots, keine Ahnung, machen sich ihren Weg ins Freie, befallen das erste Lebewesen, was sie finden, das ist ein Alligator. Und dieser wird nach und nach zu einem Androiden umgewandelt, komplett, also quasi aus Hautmach, Blech und Metall. Und bricht dann natürlich aus und begibt sich in einen großen Wasserpark, wo ganz viele Jugendliche sind. Hey, so. Und ja, natürlich, das Militär ist auf dem Weg, versucht die zu das einzufangen. Die wollen natürlich nicht, dass das jemand tötet, weil sie können noch was damit anfangen. Und ja, dann gibt es noch ganz viele, oh jetzt, ja,
Zeit zu Ende. Entweder ich habe dich jetzt davon überzeugt von diesem Film oder nicht. Das hätte jetzt in den letzten 30 Sekunden passieren müssen. nee, der Film, also kurzes Fazit. Ich habe hier geschrieben, bei Moviepilot, Robocock ist so schlecht, dass er noch nicht mal trashig lustig ist. Der Film ist einfach nur furchtbar. Das stimmt auch. Also, die Frage ist, wo hast du den gesehen? Auf Tele 5 habe ich mir den aufgenommen. Hast du den aufgenommen? Ja, ich mag ja solche Filme mit irgendwelchen Haien oder irgendwelche Krokodile oder irgendwas da, wenn irgendwelche Monster irgendwas. Und manchmal sind die echt lustig, aber der war es nicht, weil der war einfach schlecht. Also die Darsteller waren schlecht. Robocock. Ach so, vom Regisseur Arthur Sinclair. Kennst du den? Von Lethal Weapon steht hier auf dem Cover. What? Steht hier, oder von den, oder ist das für ein Macher? Also, Arthur Sinclair hat bis jetzt noch nichts anderes gemacht. Es ist sein einziger und erster Film. Was ist steht auf dem Plakat? The World's Most Lethal Weapon steht drauf. Entschuldigung, okay, gut. das ist schon reingefallen. Versuchen sie also gerade, oh, Little Weapon, okay, das kaufe ich mal, das DVD. Die Schauspieler kenne ich auch alle nicht. Nee, die kennt man alle nicht, also zu Recht. Zu Recht kennt man die nicht. Okay, das war meine 1-Minuten-Challenge von Robocock. Dann gucken wir doch mal, was hier noch so anläuft. Vielleicht ist da was Besseres dabei als Robocock. Kinocharts und Neustarts. Und zwar hier in Stuttgart läuft jetzt ein Film an, von mir hoch erwartet, heiß erwartet, Alita Battle Angel, jetzt am 14.02. Die Anime-Realverfilmung von James Cameron, nee, Entschuldigung, von Robert Rodriguez, aber mit nennenswerter Zuarbeit von James Cameron. Und Christoph Waltz spielt auch mit. Sweethearts startet, Caroline Herfords zweite Regiearbeit um eine alleinerziehende Mutter, die einen Diamantenraub plant, um für ihre Tochter zu sorgen. Dann ein Film, der von meiner Tochter hoch erwartet ist. Der Club der Roten Bänder, wie alles begann. Das Prequel zu der Fernsehserie, zu der Vox erfolgreichen Fernsehserie Der Club der Roten Bänder. Dann von mir hoch erwartet, also es wird eine Kinowoche, sage ich dir. Happy Death Day to You, der zweite Teil von Happy Death Day. Kennst du den? Nee. Musst du mal gucken. Echt lustig. Also sowas Happy wie Death und täglich grüßt das Murmeltier. Bloß, dass sie jeweils immer am Ende des Tages stirbt. Und sie versucht halt, also sie kommt halt immer an demselben Tag und sie stirbt immer am Ende des Tages von dem Killer. Und sie versucht halt an diesem Tag rauszufinden, wer und was und wie. Der ist so lustig. Also der ist halt wirklich der, ja, gucken dir mal an, ich will dich nicht... Und da gibt es jetzt einen zweiten Teil. Genau, der heißt jetzt Happy Death Day to You. Ich habe ja gehört, hat einer auf Twitter geschrieben, er fände die Idee lustig, wenn... täglich grüßt das Murmeltier, Teil 2 angekündigt wird. Ah, das warst du. Da ja. hab ich was retweetet. Ja, dann lesen wir vor, das ist mal lustig. Ja, das habe ich auf Facebook, glaube ich, auch, dieses Poster da. Was lustig wäre, wenn jemand einen zweiten Teil von Und täglich grüßt das Murmeltier ankündigen würde und sie dann einfach den ersten Teil nochmal ins Kino bringen. Das fände ich so mega lustig, wenn das tatsächlich gemacht werden würde. Ich würde, glaube ich, auch reingehen. Okay. Apropos reingehen, was startet noch? Die Blüte des Einklangs. Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche begibt sich in dem märchenhaften Drama von Naomi Kawase in Japan auf die Suche nach einer sagenumwobenen Heilpflanze. Ein Film, für den es bei uns Freikarten zu gewinnen gibt, noch bis heute 24 Uhr bis zum 20.02. nämlich läuft das Gewinnspiel. Eilos Reise. Große Abenteuer beginnen mit kleinen Schritten über ein kleines Rentier, das sein erstes Lebensjahr erlebt, begleitet halt die Kamera, das kleine Rentier, so eine Naturdoku, ne? Gibt's ja so viel, ziemlich gut gemacht, mit der deutschen Stimme von Anke Engelke, die dann das Ganze ein bisschen kommentiert. Dann Brecht, dieses Drama kommt ins Kino. Ach, hier mit Tom Schilling und Burkhard Klausner. Nee, wie heißt der Hauptdarsteller, der in Brecht spielt? Tom Schilling und Burkhard Klausner steht hier. Und Lou Strenger. Ja. Lou Strenger? Achso, und ich dachte hier die Drei-Groschen-Oper, das war ja hier. Das war wieder was anderes. Ja. Das, war was anderes. Ja. Das waren die Filmstarts und in den Charts sieht es in Stuttgart wie folgt aus. Platz 10, Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. Kann ich nur noch mal wärmstens empfehlen. Habe ich gestern auch weiterempfohlen, nachdem ich gesehen habe, dass du den so gut bewertet hast. Habe ich einer Familie mit Kindern empfohlen. Sehr gut. Der Junge muss an die frische Luft. Immer noch. Lego Movie 2, Platz 8. Green Book, Oscar-Kandidat, Platz 7. Platz 6 ist Glass. Platz 5, Creed 2. Platz 4, Mia und der weiße Löwe. Platz 3, Plötzlich Familie. Platz 2, Drachenzähm leicht gemacht 3. Und Platz 1, Ralf Reichts Teil 2. Ha.
kommt er endlich ins Kino. Gefühlt warten meine Freundin und ich jetzt schon gibt's seit schon 3 Jahren, dass der ins Kino kommt, weil der Trailer irgendwie schon so ewig online ist. Ja, der kommt schon. Also, wenn das so von euch so hoch erwartet ist, dann hättet ihr da mal ein bisschen euch informieren ja. müssen hier. Oder mal einen Kinocast hören. Haben wir auch schon drüber geredet. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist sowohl immer eine gute Idee, den Kinocast zu hören. Jetzt gucken wir doch mal, was es noch so Neues gibt. Ich habe ein was Neues entdeckt. Nämlich, es soll ein Film kommen, nachdem jetzt der Film über Bohemian Rhapsody, über Queen, Freddie Mercury so erfolgreich war, hatte man sich gedacht, na, das geht vielleicht ganz gut. Und es soll wohl ein David Bowie Biopic kommen. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, es gibt ja einen bekannten Regisseur, Duncan Jones, sagt ihr vielleicht was, der hat Moon zum Beispiel gedreht. Ah, sehr gut. Und das ist ja der Sohn von David Bowie. Heißt verwirrenderweise nicht Bowie, sondern, also, und der hat sich schon geäußert, so, Moment mal, hier will jetzt jemanden einen Film drehen über meinen Vater, es hat überhaupt niemand bei uns irgendwas angefragt, also, das hätte ich mitbekommen, ja, vor allem, weil er ja gerade selber auch Regisseur ist, ja, wenn, dann hätte er es vielleicht auch selber machen wollen, ja, aber es kam überhaupt keine Anfrage bei denen an. Und hier hat Duncan Jones jetzt geschrieben, I'm not saying this movie is not happening, I honestly would know. I'm saying that as it stands, this movie won't have any of Dad's music in it und so weiter. Das heißt, weil er die Rechte hat? Nee, weil es hat überhaupt niemand angefragt, ne? If you want to see a biopic without his music or the family's blessing, that's up to the audience. Also ist natürlich ein bisschen schnippisch dann. Also wenn ihr den gucken wollt, ohne dass wir da die Familie überhaupt da eingebunden wurden, gefragt wurden und dass keinerlei Musik von David Bowie drin ist in einem Biopic über David Bowie, dann guckt euch das ruhig mal an. Aber das ist natürlich ein bisschen, naja, Geschmäckler. Also ich hätte, wenn es jetzt geheißen hätte, ey, es kommt ein David Bowie-Film, ich wäre sofort rein. Also ich bin David Bowie-Fan, also seitdem ich irgendwie denken kann, habe ich damals irgendwie das Major Tom, Space Oddity, das hat mich so mitgenommen gehabt, als ich das erste Mal gehört habe, dann Heroes, damals haben wir abgefeiert und boah, ich habe hier irgendwie diverse Compilations und sonst was und ey, ich wäre sofort rein, aber jetzt, wenn ich das gehört habe, nee, puh, also wenn da nicht mal Musik drin ist irgendwie. Aber wieso darf denn da keine Musik von David Bowie drin sein? Ja, wenn die vielleicht die Rechte noch dran haben, ne? Oder so. Also der wird ja die Rechte nicht Fremden verkauft haben. Ich denke mal, die Rechte werden auch irgendwo in der Familie liegen. Okay, aber es gab ja schon andere Filme, wo die Musik von David Bowie drin aufgetaucht ist. Ah, hier gibt es sogar noch einen zweiten Tweet von Duncan Jones. I think this journalist needs to do some investigative reporting. Pretty certain nobody has granted music rights for any biopic. I would know. Also wahrscheinlich liegen die Rechte bei denen und sie sind halt nicht angefragt worden. Ja. Klingt aber schon so ein bisschen an... Pisst. Also, ja, ein bisschen pisst, ja. Ja. Ist ein bisschen getroffene Hundebellen. Also wahrscheinlich ärgert er sich jetzt, dass er nicht schon lange diesen Film gemacht hat, weil... Ja, aber ich glaube, das wäre auch schwierig. Also ich würde mir das unheimlich schwierig vorstellen, wenn ich selber irgendwie einen Film über meinen Vater oder sowas, ich weiß nicht. Ja, aber dann kann er doch zumindest den unterstützen, der es macht. Ja, genau. Also, aber wenn die natürlich selber sagen, ja, wir machen jetzt hier mal einen Film und nicht mal wenigstens anfragen bei der Familie, das kann ich schon verstehen, dass da irgendjemand, wenn jetzt da jemand sagen würde, dreht einen Film über deinen Vater oder so und du erfährst dann erst so aus der Presse so, ey, ja, übrigens hier, da wärst du aber auch ein bisschen komisch drauf, oder? Ja. Na? Ja, schon. Das sind doch auch nur Menschen, die anderen. Die sind dann genauso wie wir. Naja. Okay, warten wir mal ab. Ich beobachte das auf jeden Fall, aber auch aus eigenem Interesse. Vielleicht findet ja noch eine gütliche Einigung statt, dass dann doch David Bowie Musik im Film auftauchen darf. Und da würde mich sehr freuen, wenn das dann auch so schön zelebriert wird wie bei Bohemian Rhapsody. Wo ich ja mit Queen konnte ich ja nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber ich habe trotzdem das sehr genossen, die Musik in dem Film. Ich habe noch ein was entdeckt im Zuge meiner Recherche zu Robocrock. Recherche? Ja, natürlich. Ich hatte das mal bei Google eingegeben und wollte mal gucken, hier, was gibt es da so für eine Historie, wo ist das gedreht, wer hat das gemacht und wie und warum, warum überhaupt? Nee, und ich habe was entdeckt. Es gibt eine Movie Monster Database und da habe ich mich dann gleich erstmal so für eine Stunde verloren in dem Ding. Und ich werde das auch mal mit verlinken. Ich werfe mal hier in unser Ding den Link direkt zu Robocrock. Achtung, Vorsicht, Spoiler, weil da wird erwähnt, wie es stirbt und so. Also da steht auch genau aufgelistet,
wann es zum ersten Mal erscheint, was da passiert ist, welche Power dieses die Monster hat, welches Schicksal dieses Monster ereignet hat und wenn es ein, ja, ein Monster ist, was in irgendeinem Zusammenhang mit irgendwelchen anderen Filmmonstern steht, steht das natürlich hier auch drin. Also wenn da was weiß ich, der weiße Hai oder irgendwas. Frankenstein meets Dracula. Ja, genau. Also diese Movie Monster Database, also wer so ein bisschen Filmfreak ist und so, der kann sich da hier schon schnell mal drin verlieren, weil da sind so Informationen, wo man dachte, ach, das wusste ich jetzt aber nicht. Man kann dann auch filtern, zum Beispiel nach Jahr, nach Origin, also wo es herkommt, also Wasser, Luft oder Dämonen oder Mutanten oder Außerirdische. Nach Spezies kann man, was weiß ich, da geht es hier von Pflanzen über Vögel, über keine Ahnung. Die ist leider auf Englisch, also, aber ja, wer die Informationen finden will, der findet das dann schon. Reptilien hier, genau. Ich verlinke das mal mit, die Movie Monster Database, falls irgendjemand da mal in die, Database. Wo finde ich die? Also E-Mail-Adresse, Webadresse hast du jetzt da rein? Guck mal, ich habe hier in unserem Google-Dokument, da steht einmal bei der Movie Monster Database steht's drin und ganz unten drunter unter meiner Spalte habe ich das von Robocroc rein. Ah, okay. okay, machen wir weiter mit den Serien. Serien. Du hast eine Serie geguckt? Oder ist das der Sender? Wolltest du den Sender nur mal empfehlen? Wir gucken immer noch Discovery. Ach, Star Trek. Star Trek Discovery, ach so, ja. So, darf ich das mal hier dazufügen hier? Also wir gucken gerade parallel Next Generation, sind wir jetzt in der letzten Staffel, und aber auch schon Discovery. Ja, also die neue auf Netflix. Die neue auf Netflix, genau. Ja. Bist du da auf dem aktuellen Stand? Nee, zwei Folgen zurück. Okay. Dann bin ich eine Folge weiter. Ich bin eine Folge zurück. Aber ich wollte nur wissen, also du bist nicht erst noch in der ersten Staffel, sondern schon... Nee, die haben wir abgeschlossen und mir gefällt jetzt auch die neue mit Captain Pike. Finde ich, find ich einen guten Schauspieler, der ihn spielt. Also so kann man sich Captain Pike vorstellen. Ja. Ist, die letzte Folge war auch so ein bisschen Star Trekiger, die ich gesehen habe. Da sind sie gerade auf diesem Planeten mit der Zivilisation, die so ein bisschen abgehängt wurde, die von der Erde irgendwann mal da gestrandet sind. Ja, das war erste Direktive und so. Das war schon wieder schön, ne? So Picard-mäßig. Genau. Ansonsten ist halt schon sehr viel Tempo drin, finde ich, für Star Trek. Und ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt auch, damit sie irgendwie neue Zuschauer gewinnen und moderne Sehgewohnheiten. Aber also im Vergleich dazu funktionieren manche alten Star Trek Next Generation Folgen immer noch um Welten besser. Es kommt ja auch eine neue Serie, ne, mit Captain Picard. Ja, also da freuen wir uns auch schon sehr, sehr drauf. Also das, also wirklich beides große Picard-Fans. Also ist der beste Captain nach wie vor. Okay. Ja, nee, ich gucke auch. Bin auch immer sehr begeistert. Was mich halt ein bisschen stört, ist, dass sie das so wöchentlich rausbringen. weil wenn ich mal Zeit habe, wo so, da ich, jetzt könntest du noch eine Serie, noch eine Folge gucken und dann irgendwie schaffe ich es nicht und dann, ja. Aber, ist eigentlich okay. Ja, ich mag es jetzt. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass die so staffelweise das so launchen, weißt du, dass so alles so... Das ist so Binge-Watching gleich alles an einem Wochenende. Nee, das nicht, durch. Aber das mal, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt mal ein, zwei Stunden Zeit irgendwie, was weiß ich, die Kinder sind gerade irgendwie nicht da oder irgendwas und jetzt hätte ich mal Zeit und na, da kann ich nur eine gucken und so, oder, weißt du, das ist blöd. Das kann ich halt mit Serien machen, die schon abgeschlossen sind. Ja. Ja, aber klar, ich weiß, was du meinst, man will halt die aktuelle Serie, ja, genau. Da, wo man gerne dranbleiben möchte. Ja, genauso wie, da kann ich ja gleich überleiten zu meinem. Ich gucke gerade die Serie Der Pass auf Sky. Nachdem ich hier sowas von penetriert worden bin von Sky. Du hast du Sky? Nee, habe ich nicht. Okay, gut, dann weißt du es nicht. Alter, die Sky machen ja so zwischen den Filmen und wenn du Bundesliga guckst, da machen die ja ständig auch Werbung für eigene Produkte. Und da kam ständig Der Pass und das sah irgendwie ganz gut aus. Irgendwie so die Art, wie, also die Ausschnitte, die man da so gesehen hat in diesem, ja, in diesem Teaser oder in diesem kurzen Zusammenschnitt, das sah irgendwie gut aus. Und spielen auch gute Leute mit. Julia Jentsch zum Beispiel spielt mit. Okay. Wie hieß der noch? Jetzt, warte. Hier, Hanno Kofler. Sagt ihr da was? Das Gesicht kennt man auch ständig, also mit Doppel-F, Hanno Kofler. Mhm. Der hat auch in so vielen Sachen, der hat zuletzt in dieser Berlin-Serie hier Beat mitgespielt auf Amazon. Da hat er den Freund von Beat gespielt. Hast du Beat geguckt? Nee, habe ich nicht geguckt. Amazon Prime hast du aber, oder? Das habe ich, ja. Ja, guck mal, Beat. Echt gut.
Hanno also, Kofler, eins habe ich hier. Also gerade wenn du, gerade so aus Berlin kommst, also das hat sehr viel mit Berlin, also geht es um so einen Club in Berlin, aber das ist nur so am Rande. Also da geht es dann eher um, haben wir so das Leben und was da sonst so passiert und das ist echt gut. Das hat dann mich, Beat. Ah, ich hat ab, mich wahnsinnig umgehauen. Jedenfalls, kennst du die Serie Die Brücke, von der es mittlerweile ja schon ein Remake gibt, ein US-Remake? Es gibt auch so ein skandinavisches, ich glaube zwischen, jetzt muss ich überlegen, war das zwischen Schweden und Norwegen oder zwischen Dänemark und irgendwas, wo irgend so eine Brücke ist, die zwei Länder verbindet. Und da wird, Schweden und Dänemark? Ja, kann sein, ja. Und da wird eine Leiche gefunden, genau in der Mitte. Ja, da liegt die eine Hälfte von der Leiche auf der einen, in dem einen Land und die anderen in dem anderen Land und die müssen halt zusammen dran arbeiten, ne? Also an dem Mordfall. Kennt die Öresundbrücke? Die ist das kann sein, ja. Ja, wirklich? Okay. Ja, da gibt es eine skandinavische Serie, die mittlerweile schon zig Staffeln hat. Dann gibt es ein US-Remake, wo halt auch hier, Öresundbrücke. Ja, genau. Wo halt zwischen USA und Kanada, möchte ich jetzt mal nicht, ich glaube bestimmt, also Kanada ist das Einzige, was da oben so ist. Ja. Mexiko. Nee, Mexiko nicht. die auch schon länger läuft. Und ja, der Pass ist halt ähnlich, sag ich mal. Es ist halt so, dass hier zwischen Österreich und Deutschland gibt es einen Bergpass und da wird eine Leiche genau in der Mitte zwischen den zwei Ländern gefunden. Das heißt, wie sagt der eine österreichische Polizist, ja, euch gehört der Kopf, uns gehört der Arsch oder so umgekehrt, sagt er dann so. Da ist halt so ein Grenzstein und die Leiche liegt halt genau über diesem Grenzstein auf der einen Seite und die deutsche Polizei ist pflichtbewusst, wie sie sind, schon vor Ort und ermitteln da, haben ein Zelt über das Ding aufgebaut und ist alles im Schnee da oben und alles kalt und so und finden da auch so erste Anhaltspunkte. Der hat so einen Ausweis bei sich und fangen dann auch an zu ermitteln und dann kommt die österreichische Polizei irgendwann dazu und die sagen, ja, ist jetzt eigentlich nicht unser Thema, weil der wohl einen deutschen Pass dabei hatte und dann müssen sie aber doch irgendwie zusammenarbeiten und dieser österreichische bärbeißige Polizist, der irgendwie, ja, lange, fettige, zottelige Haare, so Trenchcoat und mit offenem Hemd läuft er immer rum, der, mit dem muss die dann halt zusammenarbeiten, die Julia Jentsch und, ja, dazu kommt noch einer von der Presse, gespielt von dem einen Typen von Lambok hier, nicht der Dings hier, sondern der andere. Verdammt, ich bin gerade schlecht nicht, vorbereitet. Nicht Moritz Bleibtreu, der andere. Warte mal, IMDb hilft vielleicht. Der Pass. Oh, englischer Titel. Pagan Peak. Gibt es schon einen englischen Titel dafür? Wollen sie bestimmt ins Ausland verkaufen. Lukas Grigorowitz heißt er. Lambok, ja. Hm. Der spielt einen von der Münchner Zeitung, der bekommt nämlich so einen Beweis zugespielt am Anfang und schickt das dann auch an die Polizei weiter. Und der wird aber mehr oder weniger von dem Mörder mit einbezogen in das Ganze. Also er kriegt immer mal so Sachen zugeschickt und begibt sich dann auch mit auf den, ja, in das Ermittlungsgebiet. Und es passieren dann immer mehr Morde und man stellt dann fest, ah, da ist irgendwie was dahinter, was Größeres. Und die fangen dann an zu ermitteln, da gibt es dann halt so, ja, so eine Art Reichsbürger, die dann ihre alte Heimat wieder haben wollen und ganz zurückgezogen leben und dann irgendwelche, die so Krampus-Masken bauen und da unterwegs sind und sowas. Also in so einem ganz seltsamen Milieu wird da ermittelt und ich finde es total spannend und richtig gut gedreht. Also das hat teilweise so den filmischen Look von Sieben, von diesem Film, also so ein ganz entsättigtes, kontrastarmes, grünliches Bild. Und auch die Figuren, die werden dann so beleuchtet. Also die haben natürlich die Julia Jentsch und der ihr österreichischer Counterpart, der Franz Hartwig, gespielt von Gregor Ansbach. Nee, umgekehrt. Gregor Ansbach gespielt von Franz Hartwig. Der hat auch so ein paar dunkles Geheimnis und das wird so nach und nach so ein bisschen so offenbart, aber jetzt nicht so wahnsinnig. Also und dann lernen sie auch diese ganzen anderen Figuren, die da noch in dem Umfeld sind. Ach, sehr, sehr, sehr gut gemacht, die Serie. Der Pass läuft bestimmt auch dann demnächst mal irgendwo anders. Jo. Kann ich empfehlen. Der Pass. Ich habe bis jetzt 4 Folgen gesehen. Und ich mache ja bei diesem Serienpodcast mit. Es war keine Hausaufgabe für den Serienpodcast. Also das will wirklich was heißen, wenn ich dann was gucke, ne? Weil du schon so viel gucken musst.
Ja, genau, weil da gucke ich eigentlich normalerweise fast nichts anderes Neues mehr, ne, weil es muss mich dann wirklich irgendwie interessieren. Und hier hat es mich echt interessiert. Okay. Ja, du musst nämlich los, hast du gesagt, bis um 6? Achso, haben wir schon. Es ging ja, echt schnell rum. Wie ja. Die Zeit vergeht, schaffen wir leider jetzt nicht mehr so die ganzen sonstigen Themen und so weiter. Und nur noch ein kurzer Hinweis, vielen Dank für alle, die unsere Amazon-Affiliate-Links genutzt haben und da was eingekauft haben in der vergangenen Woche. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil da Martin muss ja dann gleich weg. Nochmal gute Besserung an den Chris, wenn du das jetzt vielleicht hörst von mir auf auch. Deinem kranken Bett. Wenn wir da einen Priester bestellen sollen, sag's Bescheid, ne? Oder so. Nein, ich hoffe nicht, das Spaß beiseite, er weiß, wie es gemeint ist. Dann hoffe ich, dass du, Chris, nächste Woche wieder mal da bist. Vielen Dank an dich, Martin, fürs Mitmachen. Ja, gerne. Und jetzt sag nochmal ganz kurz, wo die Leute dich so finden können mit deinen ganzen Projekten, die du so am Start hast. Das ist Staatsbürgerkunde Podcast, einfach googeln oder den Link benutzen, der wahrscheinlich irgendwo jetzt bei der Folge eingeblendet wird. Ja, Ich spreche mit Zeitzeugen über das Leben in der DDR. Neue Folge kommt in 2 Wochen raus und ja, Thema verrate ich noch nicht. Aber ja, ist jetzt die 83. Folge. Oh, auch nicht schlecht. Und du machst ja auch bei den Podcast-Paten mit, das heißt... Genau. Wenn da jemand eine Frage hat, wenn jemand sagt, ach, so ein Podcast, ich höre das ja die ganze Woche, was braucht man dazu? Weniger als ihr denkt, kann man sagen. Vielleicht ein bisschen Starthilfe am Anfang, da könnt ihr ja auch meine Wenigkeit fragen oder halt Martin oder so. Genau, oder, du hast mir geschrieben, eins von deinen Projekten hat jetzt schon tatsächlich, ja. Das zweite Jahr gefeiert. Es ging jetzt nicht über das System, über unser Podcast-Patensystem, aber ich... Du hast einfach so geholfen. Ich unterstütze ja den Podcast rund um den Brustring, den VfB-Fan-Podcast, den ersten, den es gab, weil damals gab es keinen und da haben die Jungs gesagt, wir machen da mal einen und die erste Folge fand ich so cool, da habe ich gesagt, komm, ich lasse euch mal helfen hier. Und die haben jetzt die 50. Folge jetzt gefeiert. Kann man gucken bei www.rundumdenbrustring.de. Da haben sie auch ein bisschen was reingeschnitten von ihrer allerersten Folge und haben sich top entwickelt, finde ich. Und ja, ich freue mich da über jede neue Folge. Und ja, wie gesagt, falls ihr, liebe Hörer, da auch sowas vorhabt, schreibt mich an, erik@kinocast.net. Oder wenn ihr Martin, ja, könnt ihr auch an erik@kinocast.net schreiben. Ich leite es dann weiter. Oder ja, direkt neben seinem Bildchen werde ich seine Webseiten und Projekte verlinken. Dann könnt ihr direkt mit Martin Kontakt aufnehmen. Na? Sehr gerne. Ja, vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Bis bald gerne. Im Kino. Tschüss dann. Tschüss. Tschüss. Was berichten sogar? Ich bin jetzt übrigens gerade bei der Monster Database versagt, bei Veilwulf. Dass ich den noch nicht kenne. Veilwulf, formerly known as Felix Rosa. Genau, also as part of a surgical treatment for retired baseball player Felix Rosa, mad scientist Dr. Reinhardt combines the DNA of a wolf and a killer whale in an experiment that transforms Rosa into a gigantic whale-wolf hybrid with the brain of a human. Den muss ich sehen, den Film. Achtung, Vorsicht, der Film heißt nicht Whale-Wolf, der Film heißt Sharktopus versus Whale-Wolf. Als Sharktopus kenne ich. Also Sharktopus habe ich schon gesehen, aber nicht Sharktopus versus Werwolf. Genau. Ist noch quasi ein wie nennt sich das? Ein Mashup oder sowas. Ja, pass auf, hier. Ich schicke mal. Guck dir das hier bei Messages, habe ich dir das geschickt? Ach so, hier. Messages? Wo jetzt? Ach ja, iMessage, um Gottes Willen. Ja. Okay. Werwolf? Werewolf. Das sieht auch cool aus. Irgendwie. Das sieht echt gut aus, ja. Oh Mann. Ja, ich sag doch, ich finde solche Sachen finde ich alle immer total lustig. Also ich gucke mir die gerne an, solche Monsterfilmchen, weil die werden halt, wenn die cool gemacht sind, wenn du merkst, die nehmen sich da nicht ernst oder so, sondern die sind da ein bisschen locker drauf, ja, dann macht das echt Spaß. Whale Wolf. Lass ich mal gucken, bei wer streamt es hier. Dino Whale. Croc. So, das ist vielleicht noch so eine. Whale Wolf. Sixtopus, was ist denn Sixtopus? Sharktopus versus Whale Wolf. Sixtopus. Hat sogar 2 von 5 Sternen bei wer streamt es, ne? Ja.
Ach so, ja, okay. Sharktopus versus Werwolf. Mhm. Ist aber nicht gratis verfügbar. Läuft bestimmt mal wieder bei Tele5 oder so. Aber kann man hier bei diversen Anbietern, bei Amazon oder so, kann man den kaufen. Ach nee, Flatrate, in der Prime Flatrate. Flatrate, bin gerade ganz aufgeregt. In der Prime Flatrate ist der enthalten. Der Amazon Prime Flatrate. Sharktopus versus Werwolf. Ja, sensationell. Das Werwolf. Steht hier bei, wer streamt es. Ich hoffe mal, das stimmt. Oh, ist auch schon so ein bisschen schlecht animiert, das Vieh. Ach Quatsch, ja? Das hätte ich jetzt ja nicht erwartet, dass die Viecher schlecht animiert sind. Du hättest mal Robocroc sehen müssen, wie schlecht das animiert war. Das hätte ich noch besser hingekriegt hier mit Heimmitteln. Bis bald im Kinocast.